Guten Morgen, liebe Geschwister. Ja, frohe Weihnachten. Ich denke, heute ist wieder so ein wunderschöner Tag, dass wir einander frohe Weihnachten wünschen dürfen. Es ist ein freier Tag, wo wir nicht zur Arbeit gehen müssen, wo die Geschäfte zu haben. Ich möchte zunächst mal einen Gruß sagen. Ein Gruß wurde auch an die Gemeinde geschickt von der Gemeinde aus Herford. Und die schreiben: Liebe Geschwister und Freunde, wir stehen wieder in der Weihnachtszeit und vor dem Beginn eines neuen Jahres. Wenn wir zurückschauen, dann dürfen wir für jede Führung und Gnade Gottes in diesem Jahr danken. Wenn wir vorausschauen, mag manche Sorge und unseren Blick trüben. Aber jetzt wollen wir auf unseren Herrn Jesus schauen, der uns so viel Licht und Freude mit seiner Geburt gebracht hat. Aus Jesaja 9, Vers 5. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. In diesem Sinne wünschen wir euch gesegnete Weihnachten und ein glückliches, gnadenvolles neues Jahr 21. Und ich denke, das ist so diese Zeit, wo wir wirklich auch viele Grüße bekommen per E-Mail, WhatsApp und was da alles gibt. Und ich muss zugeben, ich habe nicht mal alle gelesen und erst recht nicht alle beantwortet. Aber deswegen haben wir einen freien Tag und kann man es später noch machen. Aber dieser wurde jetzt ein paar Tage früher geschickt, deswegen konnte ich es jetzt schon vorlesen. Und ich denke, es ist aber auch eine Zeit, um Danke zu sagen. Und ich möchte diese Gelegenheit nutzen, so am Ende vom Jahr 2020, ist fast vorbei, gell? Ein paar Tage noch, um auch Danke zu sagen. Ich möchte vor allem Gott Danke sagen, dass ich heute hier dabei sein kann, heute hier sein kann, dass ich leben darf. Danke auch für die Gesundheit. Und ich weiß nicht, ich spreche da nicht so oft darüber, aber ich zweieinhalb Jahren oder so hatte ich, zweieinhalb glaube ich, ja, dann hatte ich dann eine relativ schlimme Diagnose. Und ehrlich gesagt, ich wusste nicht, wie es weitergeht und auch ob ich heute irgendwie zwei Jahre später dann hier stehen kann, wusste ich alles nicht. Bin Gott dankbar, Gott hat wirklich Wunderbares gemacht, Gott hat geheilt. Wir haben viel gebetet, viele Geschwister haben viel gebetet, danke. Für jedes Gebet, danke besonders aber Gott, der alles in seiner Hand hält. Und vielleicht ist gerade in dieser Zeit, wo die Zeit einer gewissen Unsicherheit, wo wir auch wieder sehen können, Gott hat alles in seiner Hand. Und er bestimmt was. Er lässt auch zu, wenn jemand krank wird oder ich weiß, es geht alles an seinem Auge vorüber. Und er hat seine Hand, er hat seinen guten Plan. Er weiß, wie lange wir leben können. Wir können da keine Sekunde oder was hinzufügen. Ich bin auch dankbar für meine Familie, für meine Frau, für unsere Kinder, für Eltern, für Geschwister. Ich bin dankbar besonders für die Gemeinde. Schön, dass wir hier einander haben dürfen, dass wir wirklich eine große Familie sein dürfen durch unseren gemeinsamen himmlischen Vater. Und gerade dieses Jahr haben wir das auch wieder gespürt, wie wichtig es ist, hier eine Familie zu haben, wo man auch sein Anliegen sagen kann, wo man füreinander beten kann, wo man durch dick und dünn miteinander gehen kann. Und auch in Zeiten, wo man vielleicht auch hier jetzt gerade weniger sieht oder weniger Kontakt mit einigen hat, so ist doch gut zu wissen, wir sind da, wir haben einen himmlischen Vater, wir sind eine Familie. Ich bin auch dankbar für die Bewahrung unterwegs. Ich weiß, manche haben auch gebetet für, oder jetzt die Irmgard, ich weiß nicht, ob sie mich sieht, aber dann liebe Grüße. Ich weiß, sie betet treu dafür, dass ich irgendwie einen näheren Job bekomme, dass ich nicht so weit fahren muss. Ich weiß nicht, ob das jetzt ihre Gebetserhörung war, aber dieses Jahr musste ich wirklich nicht so viel fahren. Also ganz wenig, ich weiß gar nicht, was das Auto langweilt sich. Manchmal, ja, steht einfach rum und war jetzt doch viel weniger unterwegs, aber da, wo ich unterwegs war, das hat Gott bewahrt und kein Unfall, kein Schaden unterwegs, musste nicht abgeschleppt werden. Weiß nicht warum, aber es hat auf jeden Fall nichts mit irgendwelchen Fahrkünsten zu tun, sondern es ist einfach die Gotteshand, sehe ich darin und möchte ich ihm dafür danken.
Ich bin auch dankbar, dass wir hier bewahrt wurden, hier vor Ansteckungen in der Gemeinde. Wir haben, viele befürchten das, oder ich weiß, manche Politiker wollten Gemeindeveranstaltungen verbieten, weil hier da der Virus anscheinend sich besonders verbreitet. Und wir hatten keine einzige Ansteckung in der Gemeinde. Es gab ein paar Ansteckungen hier und da, aber die waren alle privat und außerhalb. Und Gott sei Dank, sogar die Geschwister, die jetzt irgendwie krank waren, die waren davor nicht am Sonntag hier. Oder irgendwie hat das Gott geführt, dass hier ist wirklich nichts passiert von dem, was irgendwie hier aus Ansteckungsherd oder so genannt wird oder gefürchtet wird. Und ich sehe darin einfach auch Gottes Gnade und dieses Friedefürst. Er hat dafür gesorgt, dass wir hier wirklich einen Frieden auf dieses Jahr Gottesdienste durchführen konnten unter verschiedenen Regelungen und Modi. Aber zumindest sein Wort konnte hier auch das ganze Jahr hindurch auch gepredigt werden, verkündigt werden, Kinderstunden und Teenstunden, Jugendstunden, neue Gruppen und ich denke Hauskreise und was. Denn wir hatten viel Ermutigendes auch in dieser Zeit erlebt, auch eine schöne Zeit mit Gästen. Herr der Arzt Jochen durfte ja statt 3 Monaten, nennen wir 9 Monate bleiben, und ich denke, das ist auch so etwas, was wir dieses Jahr zurückschauen können, und ich bin Gott dankbar dafür. Und sicherlich habe ich vieles vergessen, aber ich bin auch dankbar für Hoffnung und Glaube, dass wir eine Hoffnung haben dürfen, die über 2020 hinausgeht. Und ich freue mich auch für die auf 21. Und ich habe eine gute Hoffnung, dass wirklich noch ein besseres Jahr wird und dass Gott uns da auch weiterhin führt. Und hoffentlich werden wir da auch einfach diese Zeit nutzen, um seine Nähe zu suchen. Auch jetzt im Urlaub, ich freue mich auf den Urlaub, auch auf ein paar vielleicht ruhigere Tage und auf dieses neue Jahr, neue Chance, auf einen neuen Bibelleseplan. Und, ja, wir sind dieses Jahr, ich bin noch ein paar Tage hinterher, aber dieses Jahr sind wir auch wieder mit einigen Geschwistern so durch die Bibel nochmal durch. Und ha? Nochmal? Zweimal? Das zweite Mal, achso, ja, genau. Das Jahr davor sind wir schon mit ein paar Leuten durch, dieses Jahr nochmal. Und ich möchte ermutigen, wer sich anschließen will, da gibt es ja diese schöne Möglichkeit, dass man auch einander sieht und dass man einander da irgendwie auch Kommentare hinterlässt, wenn man so einen Tag abgeschlossen hat. Und da gibt es manche, die sind besonders fleißig. Das ist echt schön, also dass man so die Gedanken auch teilen kann. Also wer Interesse hat, wir haben noch ein paar Tage Zeit, gibt Nachricht. Also schreibt mir einfach, wer da hinzugefügt werden will, dann lesen wir es gemeinsam. Ansonsten lest halt jeder selber. Aber ich denke, dass diese Möglichkeit gibt es, und ich möchte da ermutigen. Mal schauen. Man kann sich auch sagen, dieses Jahr haben wir in Deutsch gelesen, nächstes Jahr lese ich es in Russisch oder in Englisch oder in einer anderen Übersetzung. Und so geht man jedes Jahr einfach neu, und Gottes Wort ist lebendig und es öffnet sich immer wieder neu. Und es spricht zu uns, es hat uns heute noch was zu sagen, und es ist sehr aktuell. Gott sei mit euch und segne euch. Amen. Thank you.